Ja, dann gehe ich mal ganz woanders eben hin. Ich lasse mal die Jutta einen Moment ausruhen. Jutta kommt ja auch gerade auch erst aus dem Krankenhaus. Sie war stationär, hatte eine schwere Krankheit und der Körper ist noch nicht ganz fit. Kann man das so sagen? Das stimmt, ja. Ja, genau. Danke. Aber trotzdem ist schön wieder, dass du da bist. Ich bin auch froh, danke schön. Gerne. Ich gehe mal woanders hin. Ich gehe mal hier vorne hin. So, hallo ihr Lieben. Nein. Wo schätze mal hin? Mhm. Genau. Gerne. Liebe Blue Light, ja. Schwarzmagie ist dir ein Begriff. Ja. Dunkle Energien, schwarze Energien, Mobbing ist das Endprodukt praktisch. Ja. Aber ich denke mal, es geht trotzdem immer noch weiter. Es wird immer eine Steigerung geben. Ja. Bist du gemobbt worden in deinem Leben? Ja. Oh, okay. Und allerdings erst in letzter Zeit. Oh, okay. Über viele Jahre habe ich selber damit keine Erfahrungen gemacht. Okay. Aber seitdem ich kurze Haare habe oder sehr wenig Haare habe, okay, seitdem einige Menschen finden es anstößig, mhm, vor allem Schüler. Aha. Und meinen sich dann über mich lustig machen zu können. Mobben. Ja. Ja. Aber jugendliche Schüler möchten doch nicht gemobbt werden. Mhm. Warum tun sie es dann? Weil sie vielleicht selber gemobbt werden und dann Ventil suchen. Dann bist du das Ventil. Bist du zu deiner Vorgesetzten hingegangen deswegen? Nein. Warum nicht? Warum tust du also nichts? Ich habe selber mit den Schülern gesprochen. Und? Und es ist auf alle Fälle besser geworden. Besser? Ja. Oh, das ist gut. Das hört sich gut an. Mhm. Weil ich lasse mir das so nicht gefallen. Also sie haben es erst freundlich versucht und haben sich immer mit mir unterhalten und haben immer gemeint, ich merke nicht, was sie eigentlich vorhaben, dass sie sich halt über mich lustig machen wollen. Und habe dann auch freundlich mit ihnen gesprochen, so wie das meine Art halt ist. Und habe dann aber sehr wohl gemerkt, dass sie dann sich immer umgedreht haben und gekichert haben. Oder wenn sie mal an mir vorbeigegangen sind, haben sie auch gekichert. Und irgendwann habe ich, also es waren vorrangig zwei Schüler. Und dann habe ich mir den einen mal, den habe ich alleine getroffen und habe dann mal gefragt, wie alt er denn ist. Und habe ihn dann auch gefragt, ob er weiß, dass Mobbing strafbar ist. Richtig. Oh, und wieso und weshalb? Was ich denn von ihm wollte, so nach dem Motto, habe ich gesagt, du weißt ganz genau, was ich von dir will. So, und seitdem ist es auf alle Fälle besser geworden. Natürlich versuchen sie es immer wieder, aber sie haben mich jetzt sozusagen nicht mehr als Nummer eins im Mobbing. Also sie attackieren dich jetzt nicht mehr so ganz gravierend. Ja. Es ist traurig, dass das so groß geschrieben wird und unter Menschen. Das ist traurig. Wo sie alle sagen, sie wollen einen anderen Weg gehen, gehen sie ihn gar nicht, sondern sie holen ja immer mehr das Dunkle hervor. Ne? Okay. Magst du noch was sagen oder ist das damit abgeklärt? Das ist so gut für mich. Okay. Danke, dass ich es erzählen durfte. Ja, natürlich. Dafür mache ich ja diese Runden, ne? Damit jeder mal zu Wort kommt. Möchtest du? Hast du was zu erzählen, Mobbing? Ja, kenne ich auch. Gut. Ich würde dir raten, an den Seiten, dann greifst du drauf und drückst drauf, ist das Mikrofon alle. Es ist aus. Ich tue mich ein bisschen so hinsetzen, ja? Okay, liebe Winterhawk, Mobben, kennst du? Kenne ich gut aus dem Berufsleben. Okay, ja. Magst du was erzählen? Also ich habe festgestellt, ich war immer anders im Job als andere und das hat vielen überhaupt nicht gepasst. Und da ist es immer, ja, war ich
anstößig für diejenigen. Mhm. Und die haben sich in Gruppen zusammengetan und teilweise nicht mehr mit mir gesprochen. Gruppen heißt für dich so 2, 3 Ja, Leute. 2, 3, 4 Ne? Und okay. Das, ja, das ist, habe ich heute Morgen auch gehört, einer alleine mobbt nicht, das machen 2, es machen 3, ja. Es machen 4. Es muss immer diese Konstellation sein. Der eine sagt dann etwas, der andere fasst es dann auf. Ob er dann so denkt oder nicht, das ist uninteressant, aber es wird einfach weitergegeben. Ja, weil man, ich stelle ja auch fest, gerade auch im Job oder so, man möchte ja immer irgendwo zugehören. Und, und dann geben sich die Menschen halt dem Stärkeren hin. Mhm. Oder, also der dunkle Nacht, genau. Kann man das so sagen. Ja. Mhm. So habe ich das empfunden. Das war schon krass. Mhm. Hast du es nur in der Arbeitswelt erlebt oder auch privat? Ich habe es auch privat als Jugendliche erlebt, dass ich einen Stempel aufbekommen habe, weil ich aus einem sehr kirchlichen Haushalt kam und das hatte immer einen Stempel auch. Ja? Du darfst ja sowieso nicht und jetzt kannst du ja nicht mitkommen, du darfst das ja nicht. Und, weil du bist ja, hast du darunter gelitten? Ja, das hat mir, das war mir nicht schön. Also da wird man ja ausgegrenzt halt, ne? Aus ja, ausgrenzen ist ja Mobbing, ne? Ja, ganz genau. Drüber zu stülpen, wie du zu sein hast, bist du nicht so, wie der andere dich haben möchte, dann geht's richtig voll in die dunkle Richtung rein, in die Schwarzmagie rein, ne? Ja. Ich kenne Menschen, sie grüßen gerade mal, bist du länger mit denen in einen Raum, da gibt's kein Wort, gar nichts mehr. Mhm. Nur noch ein Starren, ein Schauen nur noch, ein Beobachten. Mhm. Das ist auch Mobbing. Ja. Ja. Und, ja, wie soll ich das sagen? Und wenn man sagt, oder ich sage es, das bringt nichts, es nutzt nichts. Im Gegenteil, diese Person wird immer schlimmer. Mhm. Und, meine geistige Welt sagt, lass es sein, oder du gehst, also ich gehe. Das würde bedeuten, ich müsste aus meinem Zentrum raus. Mhm. Praktisch gesehen. Möchte ich aber nicht. Das ist gut. Das ist eine gute Nachricht, Nois. Eine sehr gute Nachricht. Zum Glück. Naja, aber kannst du was? Ja, ich verstehe das. Aber, liebe Blue Light, kannst du etwas dagegen tun, gegen dieses Mobben? Weil du kriegst es ja mit. Du bist doch genauso hilflos irgendwo. Ja, bedingt kann man etwas dagegen tun. Letztlich muss ja derjenige, der es tut, etwas daran ändern. Ich kann mich dagegen wehren, aber tun tut's ja der andere. Ja, aber der andere verändert es ja nicht. Nee, das ist oft das Problem. Ja, aber dann gefällt doch diesem Menschen das Mobben, also diese Schwarzmagie. Ja, richtig. Genau. Ihm gefällt diese Dunkelheit. Ist doch gut. Dann weiß ich das doch. Wo er steht. Genau. Ich kann doch keinen Menschen verändern. Dafür bin ich nicht hier, um dich zu verändern. Weltlich gesehen heißt du ja Monika. Winterhock ist ja das Wesen, aber ich nenne dich ja trotzdem Winterhock, weil ich dich Mensch sehe, aber auch das Wesen. Aber ich kann dich Mensch doch nicht verändern. Das kannst du nicht. Das will ich auch gar nicht. Nein, das ist ja meine persönliche Entscheidung, ob ich mich verändern möchte oder nicht, weil ich mich für einen Weg entschieden habe, dem ja eine Veränderung zugrunde liegt. Also und das will ich ja. Also ist es mein Job, das zu tun. Du gibst mir nur die Hilfestellung und das Angebot. Richtig, ich zeige dir nur den Weg. Gehen musst du, sag ich immer. Ne? Genauso ist es. Genau. Nicht mehr und nicht weniger. Okay. Ich würde vorschlagen, ich mache jetzt gerade hier eine Pause. Ist dir das recht, lieber Red Bull Eagle? Ja. Er sagt ja. Mein Schüler und mein Kameramann sagt gerne ja. Bis gleich, danke.